Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag, der 31. Januar 2021. Und das Video, was heute kommt, das passt eigentlich so gar nicht in meine Reihe. Eigentlich war jetzt was dran zur Ausbildung, vielleicht auch ein bisschen C42. Aber das geht heute mal in eine ganz andere Richtung. Und deswegen müssen die Leute, die vielleicht noch vor der Ausbildung stehen oder am Anfang sind, bitte jetzt sofort ausschalten. Nein, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Aus aktuellen Gründen zeige ich heute einen Probeflug mit der VL3 Evolution mit dem Rotax 915IS. Und nein, ich bin nicht gesponsert von JMB Aviation und auch nicht von Rotax. Die waren nicht mal bereit, mir ein paar Bilder bereitzustellen. Finde ich übrigens sehr schade. Sondern ich finde es einfach nur toll, spannend. Kann man darüber diskutieren, gibt es bestimmt auch viele Kommentare, aber es ist so oder so im Moment das einzige UL zugelassen mit dem 915IS. Und was der kann, das wollen wir uns heute mal anschauen. Also viel Spaß mit dem Video. Am Flugplatz Münstertechte ist viel los, schönes Wetter, alle wollen in die Luft. Ich muss auch noch mal losfliegen, nämlich Lisa Zusel von JMB Germany in Oerlinghausen abholen, bevor ich dann anschließend in etwa einer Stunde mit ihrem Vater Steffen Zusel, da kommt er auch schon, mit der VL3 Evolution mit Rotax 915IS einen Probeflug mache. Die Zeit ist leider relativ knapp, die müssen zum Sonnenuntergang wieder zurück sein in Kamenz, Nähe Dresden. Und aus dem Grund dauert es auch nicht lange. Ich habe kaum meine Kameras richtig angekabelt. Da sitzen wir schon im Cockpit und starten. Michael, pass auf. Ja? Pass auf, du drückst jetzt mit dem Finger auf den Start-Power-Knopf. Und wenn ich sage jetzt, drückst du Start gleichzeitig. Wenn der Motor angesprungen ist, beide Knöpfe loslassen. Erst den. Drücken und halten. Jetzt checkt er alle Sensoren durch, baut hier Druck auf. Okay. Und zum Warmstart musst du den Gashebel auf 40% stellen. Siehst du das? So. Okay. Jetzt Start drücken, sobald er angesprungen ist, beide loslassen. Nee, richtig weiter. Delta Mike mit der Lima 12 Kreuz zum Abflugpunkt 1. Also was du jetzt hier schon hörst, ist wesentlich ruhiger. Ne? Also hat weniger Vibrationen, sie läuft wesentlich ruhiger. Sie läuft allerdings auch mit einer höheren Drehzahl. Ne? Das ist ja. Jetzt läuft sie. Okay. Und jetzt machst du einen Triebwerkscheck, ganz einfach, Lane B weg. Die Drehzahl darf nicht mehr wie 300 Umdrehungen abfallen. Dann warten, bis die rote Lampe ausgeht. Okay. Das gleiche bei Lane A. Wieder okay. Anmachen und dann Klappe Stufe 1, QNH. Das ist an, Trimmung Take-Off. Propeller ganz vor, ein kleines Stück zurück, sonst haben wir eine extrem hohe Drehzahl und das war's. Okay. Auf geht's. Delta Lima Quebec, halt auf die 1-0 und starte. Geht's für dich auch nach Kamen zurück? Das ist lokal, ich flieg mit Michael, ich komme nochmal zurück. Okay. Okay, ja stimmt, das ist richtig, aber später geht's auch zurück nach Kamen. Danach geht es auch nach Kamenz. Okay. Wir geben Gas. Super. Langsam Gas, dass der Propeller nicht stallt. Also kannst schon ein bisschen mehr jetzt. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen weiter, 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 weiter. Ja, und weiter und weiter. Langsam Gas geben. Einfach weiter und jetzt langsam Vollgas. Genau. Ja, oder ein bisschen in Wind. Jetzt lupfen vorne und warten. Abheben. Klappe rein, Fahrwerk rein und jetzt zieht das uns bisher schon über die 115. Das ist anders wie bei euch. Was ist das? Ja. Delta Kilo, Endanflug bis 1.0. So, und wir steigen mit Max Continuous Power, also im Prinzip nicht mit Vollgas, sondern mit maximaler Dauerleistung. Okay. Das heißt, das ist auch bei 5,5 scheinbar? Genau, wir haben jetzt 110 Knoten, also 200 km/h und fast 2000 Fuß. Ja, das ist mal sehr ordentlich. So, wir haben 42 Inch. Bitte? Ich bin mal raus hier, ne? Nein. Okay, alles klar, ich hab Sie. So, hier machen wir mal gerade ein bisschen ganz runde, dass uns die Anwohner da nicht doof finden. Weil wir haben schon gleich 1800. Das ist sehr schön.
wir steigen mit 2300 Fuß, auch schön. So. Charlie Whiskey Delta. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, wir haben bis 15.000 Fuß 141 PS. 135 PS Dauerleistung. Okay. Ja, da kommt man ja meistens mit aus. Hast du gleich mal den Speed? Oh ja. Da ist der rote Bereich, fängt bei 340 an. Ja. Ja. Ja, ein bisschen die Leistung. Gleich Info, Delta Echo November, Sierra Lima, hallo. 80%. 75%. Das heißt, da haben wir jetzt, sind das 75 oder was haben wir jetzt? Nee, das hier oben hast du die Prozentzahl. Ah, okay, super. Aufflug bereit. Können ja mal die beliebten 75% Cruise. Und das ist natürlich jetzt eine richtige Höhe, ja, ne? Naja, aber dann haben wir jetzt mal 300 Crew Airspeed. Schön. Ja. Wahnsinn. Ja, gibt es irgendwas, was jetzt wirklich vom Verhalten ganz anders ist? Nein, überhaupt nichts. Genauso wie die andere Maschine. Okay. Einzige, du musst halt ein bisschen mehr darauf achten, weil du fühlst die Geschwindigkeit noch weniger. Ja. Dass halt eine geringere Geräuschkulisse ist und du hast natürlich auch hoffentlich Triebwerksleistung. Das heißt, wenn du jetzt würdest steigen wollen, hier bei 4400, ja, gibst jetzt meinetwegen hier Vollgas, ne? Soll nicht die auf 280, 290 im Hof. Jetzt eben das Anfangssteigen macht mit 5-6%, ne? Oder könntest du selbst 10% machen, kommst du auf teilweise 3.000, 4.000 Fuß Anfangssteigen, ist das? Die Delta Echo Papa. Ohne dass eben die Geschwindigkeit extrem schnell einbricht. Ne? Dann musst du eben darauf achten, weil du geräuschlos ist komplett dieselbe. Die Mike Victor dann auch wieder nachlässt. Ne? Wahnsinn. Also, du merkst aber auch hier, egal ob ich Viertelgas gebe, Vollgas gebe, Geräuschkulisse ist immer die gleiche. Und die Propellerverstellung funktioniert einwandfrei, ne? Das heißt, die ist wie festgetackert auf 5-4. Und das ist das. Da hoch, ne? Ja. Und wenn wir jetzt Gas rausnehmen, ich gucke mal, was passiert mit der Drehzahl. Bleibt so lange stabil. Ah, super. Super. Ruhig weiter das Gas. Ja, einmal lokal eins. Ja, gut. Kann ja auch mal ein Small fliegen, wenn du willst, ne? Im gefährlichen Flugzeug? Ja, ist ganz schlimm gefährlich, die VL3. Ja. Ja, muss man ausprobieren. Reduzieren wir weiter. So, jetzt ziehst du langsam den Hebel hinten. Charlie Whiskey Enter 1-0. Jetzt wirst du ja merken, so ungefähr bei kommt die AOA. Ja. Bin ein bisschen mit drin, Micha, ne? Und, ja, mach ruhig, klar, ich muss das jetzt nicht selber machen, mach ruhig. Kannst du selber machen, passiert gar nicht. Okay. So langsam da hinten kommen lassen, wird die AOA gelb, dann fängt die an zu piepen. Hast du sie? Ja, ich hab sie. Weiterzieht, wird so noch lauter und rot und dann fängt die Maschine an zu schütteln. Boah, schüttelt die, alter Schwede, umdenkt die Nase. Ja? Ja. Das alles. Ja. Außen dann immer den Sticker, nimmt von alleine die Nase runter. Und das war jetzt clean, ohne Klappen, ohne alles? Ohne Klappen, ohne alles. Ja. Wenn du jetzt eine Klappe dazu machst, ohne Fahrwerk, ohne alles, ne, dann haben wir jetzt die Fahrwerkswarnung, die können wir hier ausschalten. Jetzt merkst du, weich, ja, die wird am Steuerknüppel weich, fängt es an zu piepen. 90. Jetzt ist schon in den Sackflug. Ja. Ja. Alles, also... Das kann man wohl haben, ne? Hält mich aber, ich muss dich jetzt schon langsam wieder zurücktreiben. Ja, klar. Das machen wir. Ja, komm. Luft einfach Gas, Gas rein, nach unten. Da ist auch kaum Lastigkeitsänderung. Ja, ist sehr harmonisch, ja. Wirklich total. Nur geradeaus, ganz aus. Ja, viele Angst haben vor dem starken Motor, dass der irgendwie unbeherrschbar ist. Aber du hast gemerkt, beim Start ist das kein Problem. Ne? Und selbst jetzt hier oben, wenn du mal arbeitest mit dem Gas, überhaupt kein Problem. Aus kaum Seitenruder. Mal Gas rein und gehen mal mit 300 in Sinkflug, überhaupt kein Problem. Da hast 40% Leistung gehabt. Da ist ruhig die Power drin.
hast ja bei dir den grünen Bereich bis 280. Ah. Die Dette, lieber Klemmek, 2 Minuten südöstlich des Platzes 3400 Fuß. Wir fliegen zum rechten Gegenanflug. Bitte 1-0. Ich habe das Gefühl, sie biegt jetzt ein bisschen nach rechts, woran liegt das? Ja, weil wir hier mehr Tritt drin haben in der rechten Seite. Lass ruhig das Gas drin. Einfach Gas drin oder ab nach unten. Mal gucken wegen anderem Verkehr hier. Ja. Unglaublich leise, ne? Ja, schön, total. 16 für die Delta Novemenia, rollt dann auf die Piste 1-0 zum Start. Dass der gerade Auslauf noch ein bisschen besser ist, ne? Gerade so in die Richtung. Ja, das kommt durch die Zäune wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Der andere ist ja auch schon stabil, ne? Aber die liegt noch mal stabiler. Ja, reicht noch nicht ganz für den Gegenanflug von der Höhe. Doch, nimm einfach die Nase runter. Delta Lima Quebec einfliegt, rechter Gegenanflug 1-0. Kein Stickel. Oh. Mach so, wie du es immer machst. Also, wenn du das Gas wegnimmst, der Propeller bremst auch gut, ne? Ja. Weil er sofort nachbremst. Ja. Ne? Hier können wir natürlich mal wieder hochdrehen auf. Nee, lass den so. Achso, der war jetzt, ist noch der auf. Der war 5-3, okay, und sobald du Gas gibst, geht er wieder 5-3. Ja, okay, super. Der am Hinterflug, der ist aber kurz vor der Landung. Okay. Unwahrscheinlich smooth, ne? Der Motor läuft so sein weich, ne? Delta Lima Quebec eindrehen, rechter Kernflug 1-0. Sicher noch relativ flott. Einfach auf Standgas. Prozent Leistung. Dann nochmal mache ich, trimse mir auch ein bisschen zurück. Ja. Jetzt gleich erste, zweite Etappe und trimse hier weiter zurück und jetzt Gas rein. Ja, Gas noch. Genau. Achse, noch ein bisschen mehr und kannst eindrehen. Delta Lima Quebec eindrehen, dann Flug 1-0. Das stört mir, wenn du kannst ruhig 20, 130 fliegen. Also, dann wird es so ruhiger. Guck mal. Jetzt ein bisschen mehr Power gibst, bist hier auf 125 ungefähr. Ja. Den wird so ruhiger. Ja, jetzt muss auch Gas rein, sonst kommen wir zu tief. Merkst du? Ja. Wird hier ein bisschen besser sehen. Ja. Jetzt, sobald du die Nase senkst, musst du das Gas natürlich wieder rausnehmen. Ja. Merkst du, das ist eigentlich so meine Geschwindigkeit. So fliege ich an. Hast du das gesehen? Ich bin hier vorne aufgesetzt, bin die erste abgerollt, ohne die Bremse groß. Ja. Traffic. Durchhalten, nix machen. Sagst du das? Und landet sich auch genauso wie euer. Ja, ja. Überhaupt kein Unter. Oh, sehr schön. Macht Spaß. Ja, ne? Ja, und von dem das ist ja einmal, da kriegst du nur einen Grenzen, oder? Yankees ist abflugbereit, rollt auf die Piste 1-0. Was vibriert jetzt? Klappe vom... Bremst mal ein bisschen rein und geh mit der Drehzahl auf über 2000. Ja. Motor hat ein Drehstabgetriebe und 2 Kupplungen. Wenn du unter 2000 um 3 gehst, kriegt der so eine Vibration. Okay. Motax meint, das ist kein Problem, das hält er aus. Lass das meistens immer bei über 2000 Umdrehungen, geh lieber mit der Bremse rein. Das denn nur bei dem 915? Ja, weil der hat also wie gesagt Freilaufung und einen Drehstab gedreht. Okay. So, jetzt darf ich auch nichts mehr sagen. Ist ja alles mit auf dem Film, muss wieder rausschneiden. Genau. Meine Sätze bitte auch nur die Hochdeutsch und mit sauberen Formulierungen rein. So, wo packen wir denn wieder davor?
10 November in der Straße durch bis 1:00. Boah, ich sehe was los. Das fährt für die Kilo Yankee? Bremse gehen, nur. Ja, die Kilo Yankee, ne? Okay. Und ausschalten ist im Grunde relativ einfach. Du schaltest die Lane erst eine weg, nach die andere und ziehst hier auf Standgas. Okay. Jetzt machst du Avionik aus und. Also ziemlich einfach, ne? Ist jetzt nicht komplett. Ja, fein. Ja? Total gut. Ja. So, wollen wir hoffen, dass es was geworden ist. Hi. Na? Michael, was sagst du? Ja, ganz schön, ne? Kann man mal machen. So, und jetzt noch einmal ringsrum. VL3 915 IS. Cool ist hier der Belly Scoop, der Einlass für die Kühlung. Vier Blatt Dück, hydraulisch verstellbar. Natürlich 600 Kilogramm. Maximales Abfluggewicht, Vollcarbon. Handling einfach, wie die 100 PS Variante, nur ein bisschen schneller. So, es ist Zeit zum Fazit zu kommen. Die VL3 ist sowieso schon ein High-Performance-Flieger. Natürlich fliegt sie anders als ein relativ einfacher Hochdecker, den man aus der Ausbildung kennt. Aber ganz sicher kann man das Handling problemlos lernen, wenn man nicht ganz talentfrei ist. Die VL3 tut das, was sie soll. Sie überrascht eigentlich in keiner Situation. Auch im Grenzbereich bis zum Strömungsabriss gibt es nichts Auffälliges zu berichten. Der Stall kündigt sich an, der Flieger wackelt dann ganz ordentlich, bevor er in den Sackflug geht und die Nase senkt. Der Rotax 915 IS setzt der VL3 natürlich nochmal eine Krone auf. Die Kraftentfaltung ist harmonisch, gerade im Startlauf. Man hat nicht den Eindruck, dass man plötzlich einen brachialen Tritt bekommt, was man ja durchaus einigen getunten Triebwerken nachsagt. Natürlich verlangt die starke Motorleistung manchmal ganz besonders ein vorausschauendes Fliegen. Das heißt, man sollte dem Flugzeug gedanklich immer einige Sekunden voraus sein, so zum Beispiel bei der Luftraumbeobachtung, gerade in der Platzrunde, wo es ja auch gerne mal ein höheres Verkehrsaufkommen gibt. Es ist immer die relative Geschwindigkeit entscheidend. Und da kann es natürlich vorkommen, dass man im Gegenanflug unbedacht mal 100 km/h schneller ist als jemand anders. Also, toller Flieger, berechenbar in den Flugeigenschaften, keine bösen Überraschungen, einfach klasse. Und aktuell, wie gesagt, das einzige in Deutschland zugelassene UL mit diesem Triebwerk, mit elektronischer Einspritzung, Turbolader und Ladeluftkühlung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da und am liebsten auch einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.